Ich bin Mahmoud Mohammed, ich komme aus Syrien, also aus Hama. Und ich bin in Nusra seit ein Jahr und 5 Monate, also... Okay, mein Name ist Ibrahim Faris, ich komme auch aus Syrien. Ich bin hier seit ein Jahr und 4 Monaten. Und heute ich habe ich auch Syrian Traditional Essen gemacht. Du kannst probieren. Hallo, ich bin Mohammed, ich komme aus Syrien. Ich bin hier in Österreich in 1 Jahr und 5 Monaten. Hallo, ich heiße Omar, ich komme aus Syrien, ich bin 21 Jahre alt. Ich habe gekocht mit meinen Freunden und ich bin ein Mathematikstudent in Syrien. Ja. Katari. Katari. 8 Jahre alt. Aus Afghanistan. Uns ist es als Gemeinde einfach wichtig, dass die Begegnung stattfindet, dass es ein Miteinander statt ein Gegeneinander gibt. Wir haben letztes Jahr auch, weil das ist der Sammelpunkt, das schon da hält, auch einen europäischen Klimaschutzpreis gewonnen für ein Projekt, wo Asylwerber Energiesparkurse abgehalten haben. Ich bin im Börtscher Quartiergeber für eine syrische Familie, betreue 2 Mädchen, sind beide sehr erfolgreich in der Schule und denen macht das sehr viel Spaß. Die halten alles sehr sauber und alles in Ordnung. Im Gesamten gesehen finde ich recht positiv, weil wir beide voneinander oder ich von der Familie und die Familie eben von mir lernen. Ich mache diese Tasche alles alleine und selber. Ja, das ist alles Recycling. Ja, ein bisschen mit neuem Stoff, aber das ist viel mit altem Stoff. Zum ersten Mal gefällt mir die Handarbeit, zum zweiten Mal muss man dieses Projekt voll unterstützen. Das ist gut, wenn ich mache etwas für Österreich und für alle die Leute. Das ist sehr lustig, wenn ich finde, die Leute kommen und nehmen diese Tasche und sehr glücklich und lachen. Das ist sehr, ich finde das sehr schön. Bei mir der Flug hat 1,5 Monate lange gedauert. In Afghanistan habe ich für den Amerikaner gearbeitet und deswegen habe ich in Afghanistan Probleme bekommen von den Terroristen. So was die Utrishi Pukuranik was rankommen. Was ich also sehr schön finde, ich bin früher in meinem Leben sehr viel beruflich unterwegs gewesen. Ich habe mich um meine Kinder viel zu wenig gekümmert. Und jetzt habe ich noch mal eine Chance, dass ich 2 Kinder habe, mit denen ich viele Dinge noch gemeinsam machen kann. Ja. In Österreich habe ich ein großes Glück gehabt, eine neue Familie zu finden. Und ich habe auch zu Herr Erik gesagt, mein Vater ist gestorben, aber Gott sei Dank, denn Gott hat mich noch einen Vater gegeben. Ja, und es funktioniert wirklich super. Und ich bedanke mich wirklich herzlich von Herr Grubel, dass er hat uns wirklich aufgenommen wie Kinder. Ich sage immer ganz gern, fremd ist das, was man nicht kennt und fremd ist das, was man nicht versteht. Wenn man miteinander spricht, wenn man sich kennenlernt, ist man nicht mehr fremd und deswegen sind so Veranstaltungen wie heute ganz, ganz wichtig, gemeinsam mit Essen, mit Musik zu feiern, gemeinsam in das neue Jahr zu starten unter dem Motto Morgenland trifft Abendland. Und ich habe auch schon ein bisschen Arabisch gelernt. Adrini al Biera, ich bin min Fatlek. Ja, sicher. Min Fatlek, danke.